Und auch dieses Bild hat sie wieder begeistert. Sie hat gar keine Worte gefunden. Also, wow. Und ich habe dann eine Sprachnachricht auf WhatsApp bekommen, die total begeistert war. Passt wie Arsch auf Hintern, you're right on track. Die Nacht des Geschichtenerzählers. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video aus der Reihe Die Nacht des Geschichtenerzählers. Diesmal aus dem Wohnzimmer meiner Eltern zur Weihnachtszeit. Und heute möchte ich euch zwei Geschichten erzählen, wie Menschen durch meine prophetische Kunst berührt wurden. Das erste Bild ist ein relativ neues Bild von mir, ein spontanes Bild, das inspiriert wurde von einer Predigt von Bill Johnson mit dem gleichen Titel, When in War, Create. Und er spricht davon, dass wir uns momentan in einer globalen Finsternis, in einer globalen Verwirrung befinden. Und dass es eben da ganz neue Methoden braucht, wie wir als Christen darauf reagieren. Und er führt einige Beispiele auf, wie Gott auf ganz unterschiedliche Weise auf Kriegssituationen reagiert hat und ganz ungewöhnliche Strategien angebracht hat. Es ist dann eine Rede von vier Hörnern in Sahaja, glaube ich. Und Gott setzt als Antwort vier Schmiede, vier Four Craftsmen, wie er es auf Englisch sagt, also Handwerker, Künstler. Und die Hörner stehen ja für Kraft, für Autorität. Vier für global, die vier Himmelsrichtungen, die vier Winde. Und er spricht davon, dass Gott eben sehr kreativ auf Angriffe reagiert und ganz ungewöhnliche Strategien verwendet. Und er sagt also, wenn wir uns im Krieg befinden, dann sei schöpferisch tätig, sei kreativ tätig. Das spricht mich natürlich als Künstler an, aber natürlich sind auch ganz unterschiedliche Alltagssituationen damit gemeint. Die Mutter, die ein außergewöhnliches Kind hat und kreative Ansätze braucht, wie sie mit diesem Kind umgeht. Oder der Architekt, der eine Herausforderung hat für sein nächstes Projekt, wie er das gestaltet, wie er das umsetzt. Oder jetzt gerade auch in der Politik brauchen wir kreative Ansätze. Und Gott fordert uns eben heraus, wenn wir uns im Krieg befinden, kreativ zu sein, schöpferisch tätig zu sein. Das hat mich inspiriert zu diesem Bild, wo man ja auf der einen Seite die dunklen Krieger sieht, die angreifen, und auf der anderen Seite natürlich hier bei mir künstlerische, kreative Krieger mit Pinsel, Buntstift und Mikrofon als Sänger. Und ich habe da schon einiges an Feedback bekommen auf diese Bilder, die sie da wirklich berührt haben. Aber eines hat herausgestochen, eine Freundin von mir, die seit einiger Zeit ein kreatives Projekt hat, das sie Herznah nennt, wo sie Sachen näht für Leute, Tränenfänger, Ermutigungskissen, solche Sachen. Und der Untertitel ist Handmade with Prayer. Und sie hat eben geschrieben, sie befindet sich seit einiger Zeit im Krieg und dieses Bild hat sie ganz neu berührt. Und sie hat, vor Jahren hat sie gesagt, okay, macht es überhaupt Sinn, diese Sachen zu machen? Sie hat es bereut, bedauert, dass sie keine Missionarin ist und macht aber ihre Nähprojekte so mit dem Gedanken, mit dem Bild vor Augen, wie man in Japan für Leute im Krankenhaus tausende von Kranichen faltet oder mehrere Frauen quilten zusammen an einer Decke. Und Gott hat ihr gezeigt, ja, nutzt doch jeden Nadelstich als ein Gebet. Verwende doch jeden Nadelstich, den du tust, als Gebet. Dass du praktisch deine Leute, die diese Produkte, diese Nähprodukte bekommen, mit deiner Kunst segnest, mit jedem Nadelstich, den du tust, segnest. Das hat sie ermutigt, wieder neu sich an die Nähmaschine zu setzen. Und auch dieses Bild hat sie wieder begeistert. Sie hat gar keine Worte gefunden, also wow. Und das fand ich natürlich toll, dass dieses Bild, was mich ja selber sehr angesprochen hat, dass ich das überhaupt gemacht habe,
dass das auch so viele Leute anspricht. Das nächste Bild, das ich euch heute vorstellen möchte, habe ich jetzt mal genannt, komm heraus aus der Verborgenheit. Es war ein Auftragsbild für eine Freundin und ich hatte so den Eindruck, dass Gott sie in der Zeit herausgenommen hat, dass sie in der Verborgenheit war, wie in einer Wohnung, in der Zurückgezogenheit, in der Abgeschiedenheit. Gott hat sie da zur Ruhe kommen lassen, auftanken lassen, hat sie auch herausgenommen, eben auch aus dem Schutz. Und dass Gott jetzt aber sagt, hier, es ist Zeit, wieder rauszukommen, wieder raus in die Weite zu gehen, wieder raus in die Natur zu gehen, dich wieder rauszuwagen. Gott hat was Neues vor mit dir. Und ich habe dann eine Sprachnachricht auf WhatsApp bekommen, die total begeistert war. Passt wie Arsch auf Hindern, you're right on track. Und er hat gesagt, ja, ich war jetzt ja viel zu lang zu Hause und es ist echt Zeit, mal wieder rauszukommen und spricht mich total an, ich bin genau da und ich hatte auch den Eindruck, dass Gott sagt, ja, vielleicht fühlst du dich noch gar nicht so weit, aber Gott ruft dich trotzdem raus, denn es ist jetzt Zeit rauszukommen, Gott hat Neues vor mit dir, geh hin in dieser deiner Kraft. Und es hat sie ermutigt, sie hat sich da angesprochen gefühlt, auch mit dem Bild der Adlerjungen im Adlernest, wo die Eltern es ihnen ungemütlich machen, dass sie da Dornen in das Netz reinstecken, sodass die Adlerjungen von selber rauskommen und anfangen zu fliegen. Und es hat sie total berührt, es hat sie total überrascht und es hat natürlich selber auch gefreut, wie genau und präzise dieses Bild war, abgesehen davon, dass natürlich das Bild selber auch sehr gut gefällt. Ich wollte euch diese Geschichten einfach mitteilen, weil sie mich ermutigt haben und ich denke auch, dass sie euch selber auch ermutigen und ansprechen. Und vielleicht spricht da Gott auch selber durch diese Bilder zu euch, berührt euch selber, ganz unabhängig von dem, was meine Geschichten jetzt gesagt haben oder was meine Absicht hinter den Bildern war, was ich mir dabei gedacht habe. Und ich bete auch, dass es euch segnet, dass euch dieses Video segnet und danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte ein Like, kommentiert auch gerne, teilt dieses Video und es würde mich natürlich besonders freuen, wenn ihr auch auf meine Homepage geht, meinen sozialen Medien folgt, auch meinen YouTube-Kanal natürlich abonniert und idealerweise sogar vielleicht meine Kunst kauft, verschiedene Produkte, die ich da habe, Kunstdrucke, Leinwände, Fotogläser, Kissen und sogar Decken. Alle möglichen anderen Sachen, die man sich auch vorstellen kann. Und natürlich idealerweise ein Original von mir kauft oder ein Auftragsbild für euch selber in Auftrag gebt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute im neuen Jahr. Und schaut doch mal wieder rein, wenn es heißt, die Nacht des Geschichtenerzählens. Vielen Dank. Die erste Geschichte ist gleich ein ganz neues Bild. Wir uns momentan in einer globalen Krise befinden.